rein theoretisch von hier oben aus in meinen See springen. Ja, oder? Juhu! Oh! Ja. Ich würde sagen, das Wasser war noch ein bisschen zu flach. Aber nur ein bisschen. Minimal halt, ne? So wie es halt ist. Und ich habe vergessen, mir eine Schaufel zu machen. Ach, ist das schön. Ist das schön. Und hier hatte ich es auch schon ein bisschen übertrieben. Der Spitzhacke habe ich dabei. Das muss ich dann nämlich folgendermaßen machen. Ach, ist das schön, Stein durch Dreck zu ersetzen. Das sieht man auch eher selten, würde ich mal behaupten. Es sei denn, ihr seht das irgendwie anders. Aber Stein durch Dreck ist natürlich, ja, das ist ja mal was. So, hier nochmal das gleiche in grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha! Alles ohne mich zu bewegen. Ist das gut? Ist das... Nein! Ist das scheiße? Ist das scheiße? So. Hier muss ich jetzt mal noch gucken. Ja, das ist doch... Das war jetzt sowas von blöd. Weiß schon, bis da gehen sollte. Er planscht da genüsslich. Ist ja auch nett. Während ich hier unten... Ja, arbeite wie so ein Held halt. Wie halt so ein Held arbeitet, wisst ihr ja. Arbeitsmäßig und so. So, ja, also was... Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder... Keine Ahnung, eine halbe Stunde hier aufgenommen und nur Mist erzählt. Weil ich mich hier aber auch gerade versuche, ein klein wenig zu konzentrieren. Weil ich hier jetzt halt spontan eine Idee habe. Noch nicht ganz genau weiß, was es wird. Beziehungsweise wie es werden soll. Nur so in etwa. Aber dieses in etwa gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, komm mal her. Ja, komm mal. Wenn ich so weiter mache, bin ich auch bald ein Zombie, ist klar. So. Und du gib mir Samen. Nein, gib mir Samen. 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 Samen, Samen. Ach komm. So. Da müssen wir das hier machen. Ah! Oh, war das ein geiler Sprung. Das war doch war schön. Hat mir gefallen. Ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was das hier wird. Aber so habe ich gerade noch etwas Hoffnung, dass wir das vielleicht hinbekommen. So. Wenn wir jetzt beispielsweise mal so machen. Ja. Ja. Es wird. Es wird, es wird. So, so. Bin ich mal gespannt, ob ich das auch so hinbekomme, dass ich damit einen kompletten See erarbeite.
Also das wird ein spannendes, tolles Projekt und mein Hintergrund hat sich gerade verändert. Das sind jetzt gerade die Grand Canyons oder sowas. Ist das schön, ist das schön. Das ist alles so toll hier. Ich bin so froh, wieder mal Quatsch spielen zu können. Und ihr seid wahrscheinlich auch so froh, dass ich schon wieder nur so Mist erzählen darf. Und niemand kann mich aufhalten. Niemand kann durch den Rechner greifen. Ach, ihr Ärmsten. Aber ihr habt es selbst so gewollt. Niemand kann euch zwingen, das hier zu schauen. Ich auch nicht. Also seid ihr selbst dafür verantwortlich. So traurig sich das auch anhört, es ist eine Tatsache. Ihr selbst habt Schuld daran, dass ihr meinen Let's Play schaut. So und so. Nee, das ist zu weit. Das geht zu weit. Das geht zu weit. So. Und jetzt nach diesem Antisee. Nee, das war doof. Machen wir es nochmal so, so, so und so. Und hiermit versuchen wir es jetzt irgendwie hinzubekommen. Ja, wunderbar. Mist. Wo muss denn der jetzt noch hin? Och, kommt. Nein. Ah! Ja, wieso bin ich jetzt vorne eigentlich nach da hinten gerannt, um Wasser zu holen? Wenn ich es genauso gut hätte hier machen können. Hier gleicht dich jetzt mal aus. Ich mach das Ganze noch nicht aus Langeweile. Jetzt renne ich wieder weg. Verflucht. Das ist eine Wissenschaft für sich und tut mir leid, wenn es länger dauert. Aber wir hoffen dafür, dass sich das Ergebnis dann wenigstens lohnt. Gut, dann machen wir woanders weiter. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier mache. Da. 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 Und da und da und da. Und dann und dann und dann und dann und dann. Und dann da. 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 Und da. Mist. So. Und da hatte ich schon. Mist. Mist, Mist, Mist. Gott, ihr glaubt gar nicht. Das ist, hier irgendwie eine eigene Wissenschaft ist das, glaube ich. So kriege ich nie einen schönen See hin, solange da noch irgendwas fließt. Das müssen wir tunlichst vermeiden. Da. Da. So. Und ab jetzt fehlt mir schon so ein bisschen die Idee, wo ich noch und da machen kann. Deshalb. 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 Das ist jetzt mal links. So, jetzt ist das hier ruhig. Wenn ich den jetzt wieder wegmache, bleibt das dann ruhig? Ah. Vielleicht kann ich auch so einfach ein bisschen tricksen. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh. Es ist dunkel. Finster wie die Nacht. Schwarz. Wie der Tod. Raus! Hüpf doch raus.
das sein, dass man es nicht mehr schafft, irgendwo rauszuspringen aus dem Wasser, wenn man zu viel Gepäck dabei hat oder so? Mann, das ist ja anstrengend. Da muss ich ein Beschwerdeschreiben aufsetzen. Bringt ja alles nichts. Ich komme! Mit meiner neuen Taktik bin ich ja wieder frohen Mutes. Und es wird langsam ein stiller, tiefer See. Wenn ich jetzt einfach mal sage, so, passiert natürlich gar nichts. Wenn ich jetzt sage, so, das wieder wegmache, war es ja fast klar, dass das passiert. Nee, das war keine gute Idee. Oh, das hier über Eck, das ist doch schwierig. Das ist doch... So Mäusekot ist das doch. Ja, ich sehe ein, das hat nicht viel gebracht. Ach ja, wie nennen wir dann diese Folgen? Die Erfindung des Wassers oder so? Halt irgendwas, was zu diesem schwachsinnigen Gedöns hier gerade passen würde. Champ erfindet das Wasser. Sehen Sie jetzt. Nee, sehen Sie bald in der nächsten Folge. Wie Champ das Wasser fand. Mist. Und wie er es wieder kaputt gemacht hat. Ach nee, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Bleib still, du alles Wasser. Ich will hier halt nicht so eine Insel in der Mitte haben. So. Gut, das bringt nichts. Ich bin echt gespannt, wie lange ich jetzt darin sitze. Aber ich will mir dieses Projekt jetzt gerade irgendwie nicht nehmen lassen, weil ich das zu interessant finde. So. Ey, das ist doch doof. So, okay. So. Ach komm. Wie mache ich denn das jetzt? Muss das jetzt so Stück für Stück, da komme ich doch nie zu irgendwas. So. Und bitte. Ja, da jetzt ein Wasser rein. Dann passt es vielleicht. Ja. Und jetzt hier, mach keine Mucken. Wie wäre es gewesen, wenn ich von mehr Wasser geholt hätte als nur einen Eimer? Kommt, nein, nein, Hilfe. So. Es soll einfach nicht sein, oder? Nein, ja. Hast ja fein gemacht. Wenn ich da jetzt einen hinsetze, dann wird das trotzdem nicht still. Das ist doch unglaublich. Wieso denn nicht? Ich hatte ich dann noch was ganz anderes vor. Das brauche ich ja gar nicht erst versuchen. Ach, los. Hier sieht es tatsächlich so aus, ja, als wenn sich was tut, als wenn ich das ruhig bekomme. Das bekomme ich echt ruhig.
Aber mir tut's leid, ja, es geht hier die ganze Zeit um das Gleiche. Es geht um dieses blöde Wasser. Ich muss mich so konzentrieren, dass ich leider gerade echt keine anderen Themen anschneiden kann, so gern ich es auch machen würde. Aber ja, ich bin dabei, das Wasser zu verstehen. Ich kann es hören. Ich spüre seinen Atem. Aber dazu muss ich mich konzentrieren. Es tut mir leid. Es tut mir unglaublich leid. Es kommen wieder bessere Zeiten. So, jetzt. Das müsste jetzt der ausschlaggebende Wassereimer sein. Ja! Oh! Oh, ist das geil. Ja. Ja. Pass auf, ich habe jetzt das Wasser verstanden. Ja! Ich habe Wasser gelernt. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Lalalala. Tada! Ach, ist das schön, wenn man da mal den Dreh raus hat. Jetzt, ja, geht's hier weiter. Und das machen wir am besten, indem wir auch erstmal wieder irgendwo Sand hinsetzen. Genau, und dann gucken, dass wir das hier machen. Ist da ruhiger geworden. Jetzt fließt alles hierher. Ja, ich habe fast gedacht, dass das nichts bringen würde. Aber wenn ich jetzt... Ah. Da reicht teilweise schon ein Sandblock. Das ist echt... Das ist mysteriös. Absolut mysteriös. Aber wir basteln uns hier nach und nach unseren... Nein. Eigenen See. Das ist doch geil. Das ist doch... Hat doch was. Wir machten sowas schon. Mist. Gut, jetzt bin ich ja gerade ernsthaft am Überlegen, ob das mit der Strömung überhaupt funktionieren kann, wenn hier der Wasserfall runterplätschert. Aber gerade beim Wasserfall kann es ja ruhig nicht glatt sein. Das sollte ja nicht das Problem sein, weil es ja schließlich ein Wasserfall, da kann das Wasser ja nicht ruhig sein, das ist aufgewühlt. Das sollte man ja in dem Moment bedenken. Ich glaube kaum, dass ich einen Wasserfall ausgleichen kann. So, das wäre mir unbegreiflich. Gucken. Kann man das doch? Das wäre jetzt echt ein Gaudi, wäre das ja, wenn ich. Nee, da müsste ich. Ach, Leute, ist das schwierig. Das ist schwierig. Das ist so schwierig.